was Kriminalkommissar Koller täglich erlebt. Darin bewahrten Sie also 15.000 Schillinge auf. Na, ich wollte eben etwas Bargeld im Haus haben und jetzt fehlen mir 1.700 Schilling. Dabei habe ich es heute Morgen gezählt und nach dem Essen wieder. Das Geld zählen macht Ihnen anscheinend Spaß. Wer hatte den Zutritt zu diesem Raum? Das ist es ja. Sowohl der Kenner als auch die beiden Serviererinnen. Aber wer von Ihnen war es? Rufen Sie alle drei gleichzeitig herein. Ja, hier könnte es gehen. Was jetzt kommt, ist nur eine Finte. Vielleicht haben wir Glück. Bitte? Seit Wochen verschwanden Ihrem Chef kleinere Geldbeträge. Er wandte sich an die Polizei. Und wir gaben ihm den Rat, die Banknoten mit Aluminiumbronze einzustauben. Dieses Pulver hinterlässt nämlich beim Berühren feine Spuren in den Hautrillen der Fingerspitzen. Heute Vormittag wurde neuerlich Geld entwendet. Sie werden mir daher jetzt brav Ihre Hände zeigen. Und bei Ihnen möchte ich beginnen. Aber ich... Aha. Aluminiumbronze. Ein volles Geständnis wäre ein Milderungsgrund. Ich will Ihnen ja alles sagen, aber ich war das bestimmt nur heute. Das müssen Sie mir glauben. Das glaube ich Ihnen sogar. Wieso wussten Sie eigentlich, dass gerade diese eine... Ich baute auf das schlechte Gewissen des Täters. Als ich das Pulver erwähnte, sah ich im Spiegel, wie sie ihre Finger am Kleid abwischen wollte. Das war natürlich ein entscheidender Fehler. Wenn Sie mich fragen, ein viel größerer Fehler ist es, dass Leute derartige Beträge so sorglos zu Hause aufbewahren. Vollkommene Sicherheit für Ihre Ersparnisse bieten Ihnen die Raiffeisenkassen. Gesichertes Sparen, Raiffeisensparen.